Alicia Sheriff ist eine Musikerin aus Frankreich. Sie hat 3 Studioalben veröffentlicht und auf großen Festivals in ganz Europa gespielt. Vor kurzem haben wir sie auf einer Reise durch die USA begleitet und mit ihr einige Städte entdeckt, die Kult sind. Mit seiner reichen Geschichte und der pulsierenden Musikszene stand Philadelphia ganz oben auf ihrer Liste. Philly gilt als Geburtsstätte der amerikanischen Demokratie. Dort kann man die berühmte Freiheitsglocke sehen, ein Symbol der amerikanischen Unabhängigkeit. Und es ist auch der Ort, an dem die allererste amerikanische Flagge geschaffen wurde. Letizia entdeckte die lebendige Kulturszene der Stadt im Milk Boy, einem Aufnahmestudio mit Bar. Dort haben bereits einige von Amerikas größten Musikern gearbeitet. How are you? Good, how are you? Fine. I'm Letizia. Nice to meet you. Philly is the birthplace. Philly ist der Geburtsort der Nation und hat seine Spuren in diesem Land hinterlassen. Wir dachten, was auch immer wir anfangen, können wir hier in Philly tun. Willst du ein paar Platten sehen? Yeah. Justin Timberlake. Für diese hier hat er einen Großteil des Gesangs hier aufgenommen. Das ist die Platte von Kelly Clarkson. Miley war auch ein paar Wochen hier. Nach den Aufnahmesessions kamen die Leute wie Miley Cyrus oft an die Bar. Deshalb kamen die Leute gern hierher, um zu sehen, welche Berühmtheiten hier sind. Nicht missen darf man natürlich die Stufen vor dem Philadelphia Museum of Art, die Filmfreunden ein Begriff sind, seit Sylvester Stallone sie im Film Rocky hinaufgelaufen ist. Letizias nächste Station war Vintage Instruments. Amerikas größter Musikladen mit einer riesigen Auswahl von Vintage-Gitarren bis hin zu Ukulelen im Taschenformat. Das hier sind alles Martins. Und diese hier? Das sind hauptsächlich alte Gibsons. Das hier ist eine kleine Größe, die sogenannte Terzgröße. Sie wurde etwas höher gestimmt und 1857 gebaut. Und die Lackierung von dieser ist Gibsons Argentine Grey. Diese hier von 1931 mit mehr Gebrauchsspuren gehörte einem berühmten amerikanischen Folkmusiker, Mike Seeger. Philadelphias Straßen sind perfekt für einen Nachmittagsspaziergang. Dabei kann man Orte wie das Haus von Betsy Ross entdecken, der Schöpferin der ersten amerikanischen Flagge, oder die gepflasterte Straße von Alfred's Alley. Die kulinarische Spezialität der Stadt probierte Letizia mit Allison McCabe. Hey, hi. How's it going? Fine. Welcome to Philadelphia. I'm Allison. I'm Letizia. Geboren und aufgewachsen in Philly, spielte die Musikerkollegin in ein paar weiblichen Punkbands und ist heute eine Musikjournalistin beim National Public Radio. Dieses Sandwich ist eine Spezialität Philadelphias. Wir sind bei Gino's, einem der berühmtesten Cheesesteak-Läden. Man muss ein paar Dinge wissen, um ein Cheesesteak richtig zu bestellen. With bedeutet Käsesteak mit Zwiebeln. Without bedeutet Käsesteak ohne Zwiebeln. Okay. Hi, can I help you? Yes, I would like a with, please. How was the cheesesteak? Excellent. Yeah. Well, do you mind if I join you? Oh, come on, please. Mein Vater gründete den Laden 1966. Wir haben rund um die Uhr geöffnet, 7 Tage die Woche. Wir machen nur Weihnachten und Thanksgiving zu. Hier kann man immer ein Cheesesteak bekommen, egal zu welcher Zeit. Und die Tatsache, dass Philly für das Käsesteak bekannt ist und ich dazu beitrage, ist einfach unglaublich. Das Cheesesteak ist berühmt. Es ist wie die Freiheitsglocke, ein Symbol von Philadelphia. Es wird in Papier gewickelt und man isst es aus der Hand. Nach dem Essen besuchen sie einen von Allisons Lieblingsplätzen, die South Street. Als Jugendliche trieb ich mich hier immer rum. Ich hörte Livebands in den verschiedenen Punkläden und ich kaufte mir natürlich Alben. Das hier ist einer meiner Lieblingsplattenläden in der Stadt, Repo Records. Eine der tollen Sachen an Philadelphia ist, dass die Musik so vielseitig ist, genau wie die Auswahl in diesem Plattenladen. Dr. Dog ist eine großartige Band aus Philadelphia. Hier sind einige ihrer Aufnahmen. Ich muss noch mal wiederkommen, um eine Motorhead-Kaffeetasse zu kaufen. Thank you all. We're Pine Barrens from Philadelphia. Als es dunkel wird, wird es Zeit, in Philadelphias Nachtleben einzutauchen.
World Café Live ist eine berühmte Radiosendung und ein beliebter Musikclub. Heute Abend spielt The Pine Baron. In Philadelphia gibt es viel zu entdecken, neben historischen Orten wie der Independence Hall, Kultur und Musik von Amerikas Ostküste.